gehe gern da hinten jetzt, weil ich habe da Kinder zu begrüßen. Dann auch. Ich würde gerne vorbitten, Sie haben das Fenster für uns wieder was überlegt. Ich mache seit 12 Jahren die Heimatkunde in der Volksschule bei uns in den 3. Klassen. Heuer eben, da war die dritte Klasse, die mir die Nikoläuse gemacht haben. Und hier sind 4. Klassler, die sich bereit erklärt haben, die voriges Jahr mit mir ja die Heimatkunde gemacht haben. Ich habe ja einige Geschichten geschrieben und die werden jetzt eine von den Geschichten hier vortragen. Und zwar sind es Geschichten, die eigentlich wie ein Theater sind, nur sie werden gelesen. Aber die Gruppe hier, die ist so toll, dass sie das fast auswendig können, obwohl wir in der Schule es ein einziges Mal geprobt haben. Der Traum vom glücklichen Leben. Arbeitsschicksal zur Zeit der industriellen Revolution. Der arbeitslose Kubetzki sitzt mit seinen befreundeten Kollegen auf Stühlen vor dem Konsum und denkt über alte Zeiten nach. Vor einigen Jahren zog er nach Marita in der Hoffnung, hier arbeiten zu können. Die Textilfabrik hat ihm Arbeit, Lohn und Wohnen versprochen. Träume. Wenn ich so umsitze, denke ich mal von früher, als ich noch in Böhmen einen Bergwerk arbeite und stets von einem besseren Leben konnte. Heute frage ich mich, welche Zeit in meinem Leben die schönere war. Ich erinnere mich nur ungern an die schwere Arbeit im Bergbau. 16 Stunden in einem finsteren, feuchten Berg zu schuften, das war schwer auszuhalten. Weiter träumen. Eines Tages las ich einen Aufruf, hebt den Zeigefinger. In Marita werden Arbeiter gesucht, Textilarbeiter, gute Wohnung, guter Lohn, aufgeregt hochspringen. Bei uns war es genauso, deswegen wollte ich Textilarbeiter werden. Springt ebenfalls auf. Auf nach Marita. Ich, meine Frau und unser Kind packten unsere wenigen Habseligkeiten und verließen Böhmen Richtung Marita. Beide setzten sich wieder. Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartete, träumten aber trotzdem weiter von einer wunderschönen und sonnigen Zukunft. Als wir endlich nach der beschwerlichen Reise in Marienthal ankamen, schwebten wir im 7. Himmel. Wir wurden in Marienthal herzlichst aufgenommen. Der Chef war nett und freundlich. Lohn bekamen wir zwar nicht so viel wie gewünscht, jedoch war die Arbeit auch nicht so schwer wie im Bergbau. Zimmer, Küche, Wohnung, die wir zu gewissen bekamen, konnten wir uns leisten. Und in der Kollegenschaft wurden wir gut aufgenommen. Wir bildeten eine tolle Gemeinschaft und feierten viele Feste. So ähnlich war es auch bei uns. Ich, meine Frau und mein damals 8-jähriger Sohn wurden sofort als Arbeiter aufgenommen. Mein Sohn konnte sogar, neben der Schulzeit, in der Spinnerei mitarbeiten. Unsere Kleinen wurden für einen kleinen Beitrag für mehrere Stunden in einem Kindergarten während der Arbeitszeit aufgenommen. So konnten auch unsere Frauen ohne Sorge mitarbeiten. Wir waren zufrieden. Die Geschäftsleitung zog uns monatlich ein gekreuzer Krankengeld ab. Doch im Krankheitsfalle konnten wir daraufhin zurückgreifen. Ja, und im Konsum konnten wir günstig Lebensmittel einkaufen. Überhaupt gab es viele Vereine, denen wir beitreten konnten. Das tat uns gut. Wir waren glücklich. All das machte aus uns zufriedene Lebenswesen. Unsere Gedanken waren immer in der Fabrik. Die Arbeit war anstrengend, aber schön. Aufmunternd. Kannst du dich noch an die Engländer erinnern, die als Monteure hier waren und wir sie beobachtet haben, wie sie mit den Füßen an den Ball hin und her schossen und gejubelt haben, wenn der Ball sich in einem Netz verfing? Sag, durftest du auch mal mitspielen? Ja, ja, so kam Fußballspielen nach Marita. Es war super. Kurze Stille, dann traurig werden. Aber bitte hör zu träumen auf. Ich will mich nicht mehr an diese Zeiten zurückhalten. Es tut schon so weh. Schau doch nur dort, wo alles war, zeigt in Richtung der Fabrik. Jetzt siehst du nur noch das Herrenhaus. Unsere Arbeitsstelle liegt in Trümmern, deprimiert langsam sprechend.
Nun ist alles vorbei. Keine Arbeit, kein Geld, keine Versorgung. Wenn ich nicht bald Arbeit finde, müssen wir regelrecht hungern. Dabei weiß ich gar nicht, wie es so weit kommen konnte. Im Juli wurde plötzlich die Spinnerei geschlossen, es folgten die Druckerei und die Bleicherei. Seit Beginn meiner Arbeitslosigkeit verlief wie im Traum. Ich erwachte. Als Arbeiter begann die Fabriksgebäude abzureißen. Warum? Was war geschehen? Seither laufen meine Gedanken im Kreis, ganz langsam sprechend. Da finde ich wieder Arbeit. Ich bin ja so müde. Wie kann ich meine Familie ernähren? Ohne Geld. Lange werden wir die Wohnung noch benutzen dürfen. Ohne Geld. Weihnachten steht vor der Tür. Es werden nur kalt sein. Ohne Geschenke. Die drei sitzen gedrückt zusammen mit dem feinen Stuhl. Die Geschichte von damals macht uns nachdenklich. Auch heute gibt es Menschen, denen es nicht gut geht. Sie haben keine Arbeit, keine Wohnung, kein Geld. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Wir gehören, Gott sei Dank, nicht dazu. Morgen wird der Nikolaus uns beschenkt. Wir freuen uns schon darauf. Deswegen singen wir jetzt gemeinsam Lasst uns wohnen, Nikolaus. Was passiert ist, wissen wir nicht, aber zu dem, dass sie etwas auch beitragen für uns, ja, haben die das für euch gestaltet. Ihr dürft euch wieder einen so einen Stift nehmen. Das gehört jetzt für euch. Gute Zeit, lieber Nikolaus, komm doch schnell zu uns herein, lass dich bei uns aus. Winterzeit, kalte Zeit, lieber Nikolaus, komm doch schnell zu uns herein, bleib bei uns im Haus. Wir feiern damals gar von einem, den man mag, er zeigt, dass jeder Mann dem anderen helfen kann. Bischof Nikolaus teilt einst die Gaben aus und macht es eben so, nun sind wir Kinder froh. Winterzeit, kalte Zeit, lieber Nikolaus, komm doch schnell zu uns herein, lass dich bei uns aus. Winterzeit, kalte Zeit, lieber Nikolaus, komm doch schnell zu uns herein, lass dich bei uns aus. Wir es was geben, wollen wir werden.
Und ja, vertreten Sie eine Liebe und die Gefühle auszudrücken.